ihr Lieben, mein Name ist Lisa Hahnböck und ich bin heute für die Glamour unterwegs. Und zwar sind wir hier in Düsseldorf, um ein Outfit zum Thema Food Dorf zu finden. Das ist die neue Trendfarbe für den Herbst. Ich schaue jetzt gerade mal, wo wir als nächstes hingehen oder als erstes hingehen. Du kannst ja auch deine Shoppingkarte mit der App verbinden und siehst genau, welche Stores in deiner Umgebung sind und welche Stores auch an der Glamour Shopping Week teilnehmen. Das war erfolgreich. Die ersten Teile in unserer Trendfarbe haben wir jetzt gefunden. Als nächstes fahren wir jetzt zu mir nach Hause und schauen uns mal an, wie wir die jeweiligen Styles kombinieren können. Für den ersten Look habe ich mich für diesen Mantel entschieden. Er hat einen schönen, leichten, rosa melierten Farbton. Mir ist es wichtig, dass das Outfit auch ohne den Farbton, also den Mantel, einen Farbklecks bekommt. Und deswegen entscheide ich mich jetzt hier für die roten Boots. Ich finde jetzt dadurch, dass die Bluse sehr schick ist und auch im Material sehr elegant, habe ich mich dazu entschieden, eine Wollmaschine zu tragen, um das alles ein bisschen aufzulockern. Und wir greifen mit den Boots auch wieder die schöne rote Blume der Bluse auf. Ich würde diesen Look tragen, wenn ich mit meinen Freundinnen essen gehe zum Beispiel. In den nächsten Videos zeige ich euch weitere Looks zu der Trendfarbe Pink und wie wir da schöne Herbstlooks stylen können.